Folge 31. Wir spielen mit Dynamit. Genau. Wir haben unsere Rakete etwas umkonstruiert und haben da ein paar große Booster rangesetzt. Und sie bringen uns auch relativ erfolgreich in den Weltall. Und nachdem ja unsere letzte Rettungsmission nicht so richtig gut funktioniert hat, aka es ist noch ein Raumschiff verloren gegangen, genau, versuchen wir jetzt mal Richtung Mond zu fliegen und den Kerbin von da zu holen. Da hat Nick auch schon ein sehr schönes Manöver gebaut. Und wir haben immer noch Reste in unseren großen Tanks. Das heißt, wir müssten damit sogar schon auf den Moon-Encounter kommen. Na, noch nicht. So viel Reste haben wir nicht mehr drin. Ne? Das ist nur noch so ein... 2000? Das ist ja der komplette Treibstoff. Mach mal Stage Only. Ja. Die Kleinen haben doch nur so um die 200. Ja. So. Ja, wir haben jetzt noch 3 Minuten. Dann kann ich nochmal ganz kurz ein bisschen beschleunigen. 2. Oh. Und wie gesagt, das ist auch wieder eine Rettungsmission. Deswegen haben wir... Genau. Und jetzt sehen wir auch, wie die Electrical Charge wieder hochgeht. Ja, weil wir jetzt in der Sonne sind. Wobei hier eigentlich keine Sonne hinkommen dürfte. Brennt. Ja. Ja, das mit den Boostern. Anwerfen. Flam! Aber wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge schon geschafft mit den Boostern. Ja. Wenn man effizienter wahrscheinlich irgendwelche Manöver machen würde oder Gewichtsumlagerung, würden wir wahrscheinlich noch weiter damit kommen, aber... Was soll's. Genau. Ja, also wir sollten auf jeden Fall mit den Boostern jetzt noch auf dem Mond landen können und dann hoffentlich mit dem Rest, was in der letzten Stufe verbleibt, dem hier, Richtung Erde zurückkommen. Sag mir, wir müssten jetzt aber auch da landen, wo der andere abgestürzt ist, ne? Also stehen geblieben ist. Nicht unbedingt. X. Der kann auch einfach zu uns laufen. Hm. Aber es wäre schon gut, wenn wir in die Nähe gehen. So, ein bisschen muss ich hier noch. Gucken, wann die sich gleich ändert. Ja, du gehst wieder weg vom Punkt. Ja. Du hast recht. Du bist noch drin. Ja. Gut, und auf der Bahn können wir dann bleiben, bis wir da sind. Ne? Könnt ihr ja schon spielen. Ja. Kannst du das Manöver noch löschen? Ja. Das kann ich in der Tat. Und dann warpen wir uns mal ein bisschen dahin. Hast du jetzt nur... Tausendfache Geschwindigkeit gemacht? Ja. Ja. Ich kann auch noch eine Stufe mehr geben. Ja, und irgendwann ist ja auch Minmus noch dran. Was ist irgendwann noch? Minmus noch dran. Genau. Der zweite Mond. Zu dem man halt schwerer kommt, weil er weiter weg ist, aber leichter wieder weg, weil er eine geringere Schwerkraft hat als The Moon. Genau. Ah, da ist ja der Mond. Mhm. Na, ein paar Meter kannst du noch. Ja. Auf jeden Fall, bis wir in der Umlaufbahn vom Mond selbst sind. Und das sind wir exakt jetzt. Dann bau mal. Okay, also wir müssen dahin. Ja, würde ich sagen. Dann fliegen wir jetzt einfach der blauen Linie lang. Und bevor wir aus dem Mond wieder austreten, ja, halt einfach ran. Oder mach Set Target und dann steuer direkt drauf zu. Das funktioniert bestimmt auch sehr gut. Wir steuern, glaube ich, direkt gerade drauf zu. Hä? Wie denn das? Na, unsere blaue Flugbahn geht in den Mond rein. Die flaue Flugbahn, ja. Finde ich gut. Okay, ist jetzt nicht so die schönste Linie. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie wir das irgendwie reparieren. So nicht. Müssen ja irgendwie so und dann das aha. So. Dann haben wir eine Umlaufbahn, dann können wir gucken, dass wir irgendwie da dann landen. Ja, dann würde ich sagen, einmal noch rum. Ja.
Oder wolltest du die Periapsis dann auch, die Apoapsis? Ja, nee, das bringt nicht so viel. Das ist, denke ich, so schon ganz in Ordnung. Ja. So, wann erreichen wir den Punkt? In 15 In, Minuten? genau. Ich kann mich ja vorher schon mal ausrichten. Also vom Treibstoff sieht es theoretisch noch gut aus. Machen wir Ja. Stage-Only beladen. Also mit denen müssen wir jetzt noch die Manöver machen. Genau, und am Und besten so weit wie möglich abbremsen beim Landen. genau, und dann können wir den ja schon fallen lassen, weil die Landestützen nicht so weit reichen. Genau. Es schaut bisher alles nach einem guten Plan aus und professionell umgesetzt. Mal Und das wird sehen, am wann Ende wir es trotzdem scheitern. verkacken. So. Jetzt nicht übers Ziel hinausschießen. Ja. Sonst Wäre schießt nicht du das ins erste Ziel Mal. hinein. Ja, ansonsten landen wir halt da. Ist mir auch egal. Ja, nee, einmal um den Planeten laufen ist jetzt nicht so geil. Wir haben schon für 500 Meter zu den Highlands so lange Na, das gebraucht. machst du dann. Ich brate währenddessen ein Abendessen. Ja. Willst du nicht schon brennen? Dann sagt mir, 23 Sekunden muss ich nur. Also es sind ja nur 360, ne? Ja, aber die Berechnung könnte mal wieder falsch sein. Ja, ich brenne ja schon. Ich bin Feuer und Flamme. So nach rechts. Und mach dich bereit auszumachen. Kannst schon. Ja, wir haben eine Umlaufbahn, sehr schick. Gelöscht. Okay, und jetzt wollen wir hier runter. Das heißt, du müsstest eigentlich, wenn wir das nächste Mal eine Apoapsis sind, abbremsen, ne? Wir laufen jetzt aber mit dem Uhrzeigersinn, oder? Wir laufen so rum, glaube ich. Ja, das bringt uns dann halt überhaupt nichts. Ich wollte auch abbremsen. So, siehst du? Ja, aber wenn wir so oder so Ja, mit du dem hast Urteil. recht. Wir müssen hier abbremsen. So. Das sieht doch noch. Das sieht gut aus, oder? So, wie lange brauchen wir? 3 Stunden. Das können wir also noch beschleunigen. Ein bisschen mehr. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ne? 2 Stunden, 1 Stunde. So. Ausrichten. Also ja. Genau. Ausrichten vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, ne? Ich weiß nicht, ob da nicht wieder abbremsen ist, etc. Kannst ja noch ein bisschen Höhenverstellung machen, wenn du willst. So, irgendwie da. Den Rest muss halt laufen. Ganz ehrlich. Ja. Natürlich wieder schön, wir landen natürlich auf der Schattenseite. Wie soll das anders sein? 14 Minuten noch, ne? Ja. Und Achso, wir ich habe haben mich noch nicht ausgerichtet. jede Menge Treibstoff. Ja, also wenn wir das nicht schaffen sollten, da zu landen, dann weiß ich auch nicht Ja, mehr. und wenn nicht, bringst du dich halt einfach in eine Umlaufbahn, machen wir den aus dem Weltraum. Nimmt dann sein Jetpack und fliegt einfach raus. Ja, genau. Das finde ich ist eine gute Idee. Aber das Schöne ist, wir haben, Nick, Ja. da vorsichtig sein mit 50-fachen jetzt. Ich habe doch geguckt auf die Zeit. Aber mir war das ganz so langsam mit 10-fach. Okay. Ein paar von euch haben auch schon geschrieben, dass wir vielleicht mal mit Quick Save, Quick Load arbeiten sollten. Lustig ist, können wir nicht, weil es momentan noch auf F9 ist und da liegen auch unsere
Aufnahmetasten. Das heißt, wir können es zwar umstellen, aber sind einfach zu faul dafür. Beziehungsweise vergessen es immer dazwischen. Ja, und wir brauchen halt auch kein Quick Save und Quick Load. Wir schaffen das alles beim ersten Mal. Genau. Ansonsten, wir müssen auch den Start immer noch üben, also von daher. Ja. Ist nur gut für uns. Jetzt mal nach einer Aufnahmesession haben wir schon wieder ein bisschen was vergessen. Bisschen was alles im Großen und Ganzen. Mhm. Wann wolltest du? Jetzt wollte ich. Okay. Aber wir brennen auch nur so kurz. Ja. Willst du nicht lieber gucken, wo dein Umlaufbahn hingeht? Ich vertraue dem Anzeigensystem schon. Das würde mich nicht verarschen. Nee, aber kleinste Abweichung vom Manöverpunkt setzt sich natürlich ganz woanders hin. Ja. Bist viel zu panisch. Nick, das nennt man Erfahrung. So viel Scheiße, wie wir schon gebaut haben. So. Setzt du davon? Ja. Ist schön. Manöver löschen und gut. Okay, dann müssen wir nur noch runterkommen. Ja. So, wie lange dauert es noch, bis wir... Naja, ich mach Beschleunigung jetzt einfach noch ein bisschen. Aber denk daran, letztes Mal, als wir auf dem Mond aufgeprallt sind, haben wir auch noch 200 gehabt. Ja. Deswegen... Wenn du jetzt aber natürlich retrograd brennst. Ja, aber wir sind ja noch ein ganzes Stück davon entfernt aufzuprallen. Also wenn wir vielleicht hier sind, fange ich an zu bremsen. Also ich muss ja auch aufpassen, ansonsten kommen wir zu früh auf, wenn ich zu früh bremse. Genau, deswegen hätte ich gesagt, dass du jetzt vielleicht noch ein bisschen prograd brennst, dass wir einen Treibstoff verbrauchen, dann bist du weiter hinten. Und wenn du dann retrograd bremst, kommen wir langsam wieder auf die Position. Das können wir gerne probieren. Mach mal Stage Only, dann sehen wir, wie viel wir noch wasten können. Nämlich gar nicht mehr so viel. Naja, 400 ist okay. Beziehungsweise 330. Ja. Sollte reichen, ne? Wir dürfen natürlich nicht zu viel pro Grad brennen, weil sonst beschleunigen wir und das Bremsmanöver hat dann absolut keinen Zweck. So, ich gehe schon mal auf den retrograden Vektor. Ich wette, wenn wir nachher die Stufe abwerfen, landet die einfach auf unserer alten Rakete und zwar macht die kaputt. Ja. Wie denn auch sonst? Ich hoffe einfach, dass wir nicht zu schnell sind. Wir sind nämlich schon fast bei 500 Metern. Ja, ich fange jetzt auch langsam an abzubremsen. Das mit unserem Manöver direkt drauf zielen hätten wir uns auch ersparen können. Treffer niemals. Ja, solange wir halbwegs in die Nähe kommen. Nicht mal das, Nick. Das wird nix. Ach Quatsch, das wird schon. Ganz ruhig. Ja, ich schau gespannt zu. Wie alle wahrscheinlich auch. So, und hier sehen wir Nick, wie er gerade den Point of No Return überschritten hat und ohne Chance auf irgendetwas auf dem Planeten crashen wird, beziehungsweise den Mond. Sehen wir eigentlich hier auf der Ansicht, wo unser Ding ist? Ja. Hast du schon als der Target gemacht? Bringt, glaube ich, nicht viel. Na, okay, jetzt kannst du noch mehr M machen. So, und jetzt musst du dich aufs Rosa ausrichten und direkt Schub geben. Nee, auf Rosa ausrichten und bremsen. So, pausiert hier bitte das Video. Wir können auch einen kurzen Break reinmachen. Und dann schreibt ihr bitte in die Kommentare, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Nick sowas von zerschellt. Hoch, würde ich sagen, aber... Ich würde glatt 95% sagen. Nein. Beziehungsweise nicht zerschellen, aber so weit von dem Teil weg sein,
sich für keinen von uns beiden lohnt, hinzulaufen. Doch, doch, du laufst nachher dahin, das ist gut. Halber Planet. Ja, ist okay. Ach, was? Halber Planet, komm, hör mir auf. Die paar Meter. Wir könnten es natürlich so machen. Moment, wenn das Retrograd ist, wenn du ein bisschen über Retrograd burnst. Also da meinst du? Moment, jetzt muss ich. Wo ist denn oben und unten? Braun ist unten, oder? Ja, muss ich also in eine Richtung, ne? Nee, dann passt es. Das ist ja zum Mond ausgerichtet. Gibt uns der Punkt vielleicht wirklich schon an, wohin wir brennen müssen, dass wir da raufkommen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber guck mal, er verkürzt sich. Ich muss auf, doch auf die andere Seite. Du kannst auch einfach gedrückt. Aber ich drücke immer die falschen Tasten, darum bin ich da sehr vorsichtig. Ja, er verkürzt sich noch mehr. Ja, du bist ja nicht auf der anderen Seite. Oder meintest du andere Seite von der Höhe? Ja. Dann kommen wir beschleunigen noch mal ein bisschen auf den Punkt zu. Warum? Dass ich noch ein bisschen in die Richtung komme. Ach, da passiert gar nicht mehr so viel. Nee, du gehst damit raus, weil du jetzt gerade wieder falsch bremst. Na, ich brenne jetzt in die Ja? Richtung, dass ich meine Bahn verlängere. Damit erhöhst du nur deine Orbitalgeschwindigkeit. Wo muss ich denn brennen, dass ich näher daran komme? Da, wo der Retro gerade ist. Dann bremse ich doch. Bloß, ja, bloß auf dem, also da, quasi auf dem Zentrum. Da müsstest du hochbrennen. Dann gehst du nämlich ein bisschen raus. Ah ja, das gefällt mir. Und du bremst dabei gleichzeitig. You're welcome. Sehr gut. Ah, das ist eine schöne Richtung. So. Wollen wir kurz die Folge beenden und in der nächsten Folge schauen, ob ich Oh, zerschelle oder nicht? Ist gut, Spannungsbogen. ne? Na, dann haben die auch die Pause und können ruhig drunter Genau. schreiben, ob es klappt oder nicht. Genau. Macht's.